Vor langer, langer Zeit, da hat man sich erzählt vom Teufel, vom Teufele. Das hat so ordentlich sein Unwesen getrieben. Das ist wirklich, man tät sagen, ein Sapperlot-Kaib gewesen. Und wie eines Tages ein Pfarrer ihn fassen konnte, da ließ er nicht lange mit sich reden und meinte nur zum Teufelchen: So, jetzt habe ich dich gepackt, du Unhold, du Bösewicht, jetzt ist es mit dir geschehen. Da nahm er ihn mit, hinauf ins Gebirge, bis hinauf nach Innerkapell zur Alpe. Dort wusste er einen Gebirgsbach. Und immer noch ließ er sich nicht beherzigen und ließ mit sich reden im Sinne von, ihn freizulassen. So, und jetzt? Der Pfarrer wusste, nicht auf die Erde lassen, nicht in die Nähe des Feuers bringen, diesen Teufel, sondern ins Wasser. Im Wasser, da sind sie gebannt. Geh und komm nie mehr wieder. Lange blickte er ihm nach. Und wie er ihn sinken sah, in das kühle Nass, hinabsinken in diesen Gebirgsbach, da war er sich sicher. Vor ihm, vor diesem Teufel, vor dem bösen Unhold, sind wir jetzt sicher. Und seither wohnt dieses Teufelchen in diesem Gebirgsbach. Und weil diese Geschichte, so sagenhaft wie sie ist, vom Mund ins Ohr erzählt worden ist, von Großvater, von Großmutter zu Tochter, zu Sohn, zu wieder Tochter und Sohn, jahrelang, generationenlang hat irgendjemand einmal gedacht, das ist der Teufelsbach. Und seither hat dieser Bach diesen Namen. Teufelsbach. Der Bach, wo der Teufel wohnt.